In diesem Video erläutere ich Ihnen den Gebrauch des Modus Konjuntivo. Durch den Konjuntivo kommt die Subjektivität des Fühlens und Meinens zum Ausdruck. Er kann aber auch einfach bestimmte Arten von Nebensätzen kennzeichnen, doch der Reihe nach. Steht im Hauptsatz ein Verb, das persönliche Meinung, Hoffnung, Willen, Zweifel oder Gefühle ausdrückt, dann verwendet man im darauffolgenden Nebensatz den Konjuntivo. Zum Beispiel: Ho paura che dicano sul serio. Ich fürchte, dass sie das ernst meinen. Penso che sia una buona idea. Ich denke, es ist eine gute Idee. Sono felice che ti sia piaciuto il regalo. Ich freue mich, dass dir das Geschenk gefallen hat. Ausdrücke des Zweifels und der Unsicherheit sind auch Grund für den Konjuntivo im Nebensatz. Zum Beispiel: Non sono sicuro che. Ich bin mir nicht sicher, dass. Dubito che. Ich bezweifle, dass. Lassen Sie uns diese Verben in einigen Beispielen anschauen. Non sono sicura che lui accetti l'offerta. Ich bin mir nicht sicher, ob er das Angebot akzeptiert. Dubito che le faccia piacere. Ich bezweifle, dass sie sich darüber freut. Achtung! Wenn wir uns aber einer Sache absolut sicher sind, verwenden wir keinen Konjuntivo, sondern den Indikativo. In diesem Fall steht im Hauptsatz eine Wendung, die diese Sicherheit ausdrückt. Zum Beispiel: Sono convinto che. Ich bin überzeugt, dass. Sono sicuro che. Sono certo che. Ich bin sicher, dass. Hier ein Beispiel dazu. Sono sicura che ce la fai. Ich bin sicher, dass du es schaffst. Sono sicura drückt Sicherheit aus und erfordert im Nebensatz den Indikativo. Wenn im Hauptsatz ein Verb der Meinung, der Hoffnung, des Willens und so weiter steht, dann erfordert es im Nebensatz einen Konjuntivo. Zum Beispiel: Credo che Luca abbia la febbre. Ich glaube, dass Luca, er, Fieber hat. Wenn aber das Subjekt von Haupt- und Nebensatz gleich ist, wird im Nebensatz statt des Konjuntivo ein Infinitiv verwendet. Zum Beispiel: Credo di avere la febbre. Ich glaube, dass ich Fieber habe. Es gibt auch Fälle, in denen wir zwar unsere Meinung äußern, aber keinen Konjuntivo verwenden dürfen. Zum Beispiel nach Ausdrücken wie forse, vielleicht, probabilmente, wahrscheinlich, secondo me, meiner Meinung nach, und per me, für mich. Secondo me, lui ha la febbre. Meiner Meinung nach hat er Fieber. Probabilmente ha trovato traffico. Wahrscheinlich hat er viel Verkehr. Der Konjuntivo wird überdies auch in Verbindung mit unpersönlichen Ausdrücken verwendet. Wie zum Beispiel: È necessario che. Es ist notwendig, dass. È importante che. Es ist wichtig, dass. È probabile che. Es ist wahrscheinlich, dass. Hier einige Beispiele. È probabile che venga più tardi. Es ist wahrscheinlich, dass er später kommt. È importante che ci sia anche tu alla riunione. Es ist wichtig, dass du auch bei der Versammlung dabei bist. Der Konjuntivo wird außerdem in Nebensätzen verwendet,
die von bestimmten Konjunktionen eingeführt werden. Benché, sebbene, obwohl. A meno che, es sei denn, dass. Senza che, ohne, dass. Prima che, bevor. Zum Beispiel, a meno che non sia urgente, ci sentiamo più tardi. Lass uns später reden, es sei denn, es ist dringend. Ti telefono prima che tu parta per le vacanze. Ich rufe dich an, bevor du in Urlaub fährst. Die Singularformen des Konjunktivo sind alle gleich. Wenn der Kontext nicht klar ist, wird deshalb, um Missverständnissen vorzubeugen, das Personalpronomen genannt. Das ist im Italienischen eher die Ausnahme. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesen Erklärungen zum Gebrauch des Konjunktivo helfen. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.